Ja, die Juniorenweltmeisterschaft bedeutet natürlich für Oberwiesenthal und für den Wintersport in Sachsen eine großartige Chance, speziell für die Sportler, natürlich für die jungen Sportler. Es ist eine tolle Bühne, zu Hause vor heimischer Kulisse ihre Top-Leistungen zu zeigen, und ich freue mich sehr darauf. Ja, meine Juniorenweltmeisterschaften-Teilnahmen haben mir schon damals sehr, sehr viel bedeutet. Es war natürlich so der erste Kontakt mit der internationalen Konkurrenz im ähnlichen Alter natürlich. Für mich war es damals die erste Chance, Akito Watabe kennenzulernen, mit dem ich ja doch schon seit vielen, vielen Jahren jetzt in der Weltspitze immer wieder zu tun habe und wir gute Freunde geworden sind. Aber natürlich ist es, um sich zu beweisen, um zu zeigen, dass man auf dem Weg zur Weltspitze ist, auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Sprungbrett. Ja, ich bin Pate für die Juniorenweltmeisterschaft, weil ich es einfach großartig finde. In meiner Heimat, wo ich groß geworden bin, wo ich meine sportlichen Fußstapfen sozusagen geschaffen habe, so ein tolles Ereignis jetzt stattfindet. Und ich finde es großartig, es unterstützen zu können, und ich freue mich sehr darauf. Ja, Jenny, jetzt bist du dran. Erzähl du doch mal, worauf du dich am meisten bei den Juniorenweltmeisterschaften freust.